Ich weiß auch nicht, warum das immer sich so der Hund schimpft. Der findet das unheimlich, dass der Mann mit dem Stock redet. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich herausgegangen hier bei uns im Hafen an der Nordseeküste. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir mein aktuelles Video anschaust. Wir sind wieder draußen hier an der Nordseeküste in Cuxhaven und ich möchte euch hier in der Ecke jetzt nochmal ein paar schöne weitere Sachen zeigen. Also seid gespannt, viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, dann lasst ruhig einen Daumen nach oben da oder einen kleinen Kommentar. Freue ich mich immer drüber, das wisst ihr ja. Ja, und dann wünsche ich euch viel Vergnügen jetzt mit dem Video. Ja, er fährt mich halb um. Auf der rechten Seite haben wir dann eins der größten Fahrradgeschäfte hier. Das kann ich euch auch noch mal gerade zeigen. Ich werde die Pocket noch mal ein bisschen nach unten justieren. Ist halt ein bisschen schade, dass ich das Kabel nicht dabei habe. Aber das geht schon. Cuxhaven ist eine richtige Fahrradstadt. Natürlich durch die Touristen. Aber dann halt auch viele Cuxhavener fahren oft mit dem Fahrrad durch die Gegend. Ich selber habe keins. Brauche ich auch zurzeit nicht. Kann ich zu Fuß eigentlich alles ganz gut erreichen. So, auf der anderen Straßenseite wird auch wieder gebaut. Gebaut und modernisiert. Hier haben wir dann so ein kleines Café. Das ist auch noch geöffnet. Ja. Und dann sind wir hier direkt in der Schillerstraße. Das ist so die Hauptgeschäftsstraße hier im Lotsenviertel. Das zeige ich euch jetzt. Da werden wir einmal komplett durchgehen. So. Da könnt ihr dann hinter mir Jan Kux und die Kuxi sehen. Gucken, dass ich die richtig drauf kriege. Das ist Jan Kux. Hier auf der anderen Seite haben wir dann Kuxi. Ich einmal erstmal mit der Hero 9. Und dann können wir das auch nochmal filmen mit der Pocket 2. Ein bisschen runter. Das ist die Kuxi und daneben ein bisschen abgewendet der Jan Kux. Okay, dieser ganze Platz hier wurde auch neu gemacht mit Fördermitteln, europäischen Fördermitteln wurde das alles hier ausgebaut, umgebaut. Eigentlich ganz schön.
So, dann gehe ich mal die Schillerstraße diese Seite runter. Schauen wir uns das mal an. Die Geschäfte hier, die sind zum größten Teil alt eingesessen. Die Betreiber sind schon lange dabei, solange sie sich noch halten konnten. Hier ist auch nicht so viel Leerstand wie in vielen anderen Innenstädten oder Fußgängerzonen. Das sieht ja toll aus, das Boot. Mal schauen, ob ich das richtig drauf kriege. Ja. Klasse, viel Kunsthandwerk hier und exklusivere Geschichten. Halt auch viel Maritimes für die Touristen. Dann gehen wir hier mal gemütlich weiter. Schauen, was ich euch noch alles zeigen kann hier. Ganz am Ende befindet sich dann das Pinguinmuseum. Das ist eigentlich auch immer sehenswert. Hier haben wir einen schönen weihnachtlich beleuchteten Laden. Schöne Lichter. Die Sonne guckt auf der anderen Seite auch wieder durch. Beleuchtet hier so ein bisschen die Szenerie, das finde ich natürlich schön. Wie gesagt, in den letzten Tagen hatten wir echt nicht viel Sonne. Und da freue ich mich jetzt schon, dass die heute noch mal rausgekommen ist für mich. Okay, dann kommen wir jetzt gleich an das eine Ende der Schillerstraße. Und da ist dann das kleine Pinguinmuseum. Also, wenn ihr mal in Cuxhaven seid, solltet ihr euch das auch unbedingt mal anschauen. Das ist wirklich ein kleiner Geheimtipp. Jo. Pinguinmuseum, Betriebsferien bis einschließlich 26.12. Dann wollen die wieder aufmachen. Das ist das Ende hier der Schillerstraße. Das erste Ende, was ich euch zeigen kann. Hier liegt eine Boje versenkt im Beton. Viele schöne alte Häuser hier, die wirklich toll anzuschauen sind. Viele Ferienwohnungen auch für die Kurgäste. Okay. Ja, ich habe die Pocket 2, das Gimbal auf Neigen, eingeschränktes Neigen, also dass es gelockt ist, eingestellt. Und ich denke mal, wenn ich mich so bewege, müssten die Aufnahmen eigentlich recht gut dadurch werden. Was man natürlich immer hat bei diesen Laufbewegungen, ist das Wackeln in der Z-Achse. Dafür möchte ich mir ja erst noch einen Stabilisator, ein weiteres Mount besorgen, was dieses ausgleicht. Nur da muss ich noch warten, bis ich wieder neues Geld habe. Und dann kann ich mir das bestellen aus den USA. Jo. Die Seite der Schillerstraße mal begutachten. Okay. Es ist nicht viel Verkehr hier, nicht viele Autos unterwegs. Sowieso meistens eher etwas ruhig hier, wenn jetzt nicht gerade das Fest ist. Die Straßenfest, dann geht das hier doch eher gemächlich zu. Jo. Dann gehen wir jetzt mal weiter den ursprünglichen Weg wieder ein gutes Stück zurück und schauen, was am anderen Ende der Schillerstraße im Lotsenviertel noch zu entdecken ist. Möbelgeschäft, das ist äußerst teure Möbel, 1800 Euro für ein kleines Sofa, das ist schon ziemlich heftig, aber gut, wer sich das leisten kann und leisten möchte, der kann da bedenkenlos zuschlagen. Ja, viele Makler und Vermietungs-
Agenturen für Ferienwohnungen natürlich. Hier ist dann wieder das von Baugerüsten eingezäunte Café im Hintergrund. Auf der anderen Seite dann wieder Jan Kux und Kuxi zu sehen. Kleine Läden. Einfach schlicht und schön. Das Fahrradgeschäft auf der Seite noch mal zu sehen. Das ist halt richtig groß. Ich glaube, es ist das größte hier im Ort. Das ist ein tolles Haus hier. Mal schauen, ob das so reinkommt. Das alte Deichhaus. Das alte Deichhaus. Sehr hübsch anzuschauen. Mal von dieser Seite schauen, ob wir das drauf bekommen. Das alte Deichhaus mit mir im Vordergrund. Hübsch. Okay. Ein Weinladen. Auch immer interessant. Das ist ein kleiner Kiosk. Auf der anderen Straßenseite ist dann hier das italienische Eiscafé. Das Eis schmeckt da immer sehr gut. Da habe ich dann früher auch hin und wieder mal mit der Ex-Freundin einen Eisbecher genossen. Jetzt ist das Eiscafé zu. Schon die ganze Zeit. Die werden wahrscheinlich den Winter dann in Italien verbringen. Das ist ja auch schöner als hier an der kalten Nordsee. Ja, da drüben können wir noch mal kurz lang gehen. Das ist Kunst- und Krempelhandlung im Lotsenviertel. Die haben auch schöne Sachen. Hier so Steiftiere, Teddybären und so Puppen für das Puppentheater. Sehr schick. Die Äffchen da oben. Okay. Hier nochmal weiter im Text. Ja, ach, ich freue mich richtig, dass ich heute nochmal gutes Wetter bekommen habe. Dann kann ich den ersten Vlog daraus schon die Tage fertig machen und hochladen. Eventuell wird es sogar ein Mehrteiler, weil es doch hier so viel zu sehen und zu entdecken gibt, dass ich dann die Laufzeit nicht übermäßig lang mache und das dann in mehrere Teile aufteile, in mehrere Abschnitte dann. Okay, gerade habe ich gedacht, da hinten steht der Weihnachtsmann, aber das war nur ein Mensch in einer roten in einer roten Jacke und einer roten Pudelmütze. Ja, hier ist zu, das war ein Spielzeugladen, ist ja schade. Okay, was finden wir denn noch hier? Bilderrahmen. Hier ist auch wieder weihnachtlich geschmückt. Weihnachtlich geschmückter Laden. Sieht ja auch klasse aus mit den Lichtern so. Sehr schön gemacht. Okay. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das letzte verbliebene Rundfunk- und Fernsehgeschäft, was wir noch haben. Auch ein alteingesessenes Familienunternehmen. Die halten sich immer noch am längsten. Ja, da an der Ecke war früher ein großer Blumenladen, ein Floristikladen. Das ist aber auch schon länger her. Das ist auch zu. Allzu klein ist das nicht hier. Ich denke mal, von der Ausdehnung,
von der Länge der Straße ist es ziemlich gleichwertig zu unserer anderen Einkaufsstraße, der Nordersteinstraße. Nur es ist natürlich sehr abgelegen hier und die meiste Laufkundschaft hält sich hier halt nicht auf. Jo. Drüben auf der Seite ist dann ein großer Supermarkt für Bioartikel. Da haben wir dann früher auch öfter mal was geholt. Jetzt mache ich das überhaupt nicht mehr, weil ich sowas nicht in der Nähe habe und der Weg hier raus ist dann doch ein bisschen zu weit für mich. Und hier ist dann auch noch mal eine schöne kleine Pizzeria. Ist heute leider auch zu. Oder auch langfristig zu. Das weiß man alles nicht. Hier geht es dann halt rein in den Bioladen, den Bio-Supermarkt. Die haben auch eine schöne Auswahl, also da kann man einiges kriegen, was man da so in dem Bereich braucht. Noch ein Friseur. Und in dieser Verzweigung jetzt hier von der Schillerstraße finden sich dann halt noch ein paar Hotels und sehr viele Spielotheken. Ich weiß auch nicht, warum das immer sich so der Hund schimpft. Der findet das unheimlich, dass der Mann mit dem Stock redet, mit dem Selfie-Stick. Ja, wie gesagt, einiges an Spielotheken, die sind jetzt aber auch zugemacht, aufgrund der Lockdown-Bestimmungen. Wir schauen mal, dass wir hier nochmal lang gehen, in diese Richtung. Hier pustet der Wind auch wieder ein bisschen stärker. Bin schon sehr gespannt, wie gesagt, wie dann die Tonqualität mit dem Audio-Mod der Hero 9 im Endeffekt ist. Und natürlich auch bei der Pocket 2, jetzt mit den Windpuscheln, die ich da angebracht habe. Das externe Mikrofon habe ich heute gar nicht mitgenommen. Hatte ich eigentlich ursprünglich vorgehabt. Aber wie gesagt, dieser Test gilt ja auch hauptsächlich der Pocket 2 und der Hero 9 mit den eingebauten Mikrofonen oder entsprechend mit dem Audio-Mod, was man da an Qualität rausholen kann. Jetzt ein kleiner Gar-Nichts-Laden, Automatenservice. Okay, ein kleiner verrückter Punk-Laden. Ach ja, das ist das Punk and Rock Cuxhaven. Das machen auch Bekannte von mir, sind da sehr engagiert. Hier nochmal eine Kneipe, auch geschlossen. Auf der anderen Straßenseite das Hotel Stadt Cuxhaven. Sicherlich auch sehr schön. War ich aber noch nie drin. War eine echt schöne Ecke, um mal zu vloggen, hier draußen. Und dann bei dem Wetter ein Pfahl, ganz spitz zulaufend am Ende, hier in den Boden eingelassen. Das ist eine Art Denkmal. Okay. Dann haben wir hier mehrere Trödelläden. Pornshops an und Verkauf, wo man kommt ein Krachmacher, den mal vorbeilaufen lassen, wenn man halt seine Sachen verkaufen will, zu Geld machen möchte, und dann kann man die hier entsprechend hinbringen und bekommt da ein bisschen was für.